Courage ist nicht die irgendwas von Angst, okay? Steht da not never bets now? Okay. Aber irgendwo, ich hab doch gerade. Ah, okay. Ah, oh, da ist mein alter PC. Komm mal mit. Ich will mal gucken, was du so drin hast. Wo haben wir denn Licht? Hier haben wir Licht. So, jetzt gucken wir noch mal. Aha, mhm, ja. Okay, das Lüfterkabel auf dem CPU-Kühler ist sehr, sehr dick. Ansonsten würde ich sagen, ist es wohl Server Mainboard mit einem AMD Opteron oder sowas. 4x DDR2 oder 1, würde ich jetzt mal denken. Und wir haben da so ein ganz komische Steckplätze. Also ein PCI Express 16-faches dabei, mehrere PCI. Aber was über dem langen ist, über dem 16er PCI Express, weiß ich nicht. Ah ne, das ist ein verlängerter PCI und da über sind die PCI Express. Ah, okay. Dankeschön fürs Aufstellen. So werden Schuh draus. So, Digga, du hast ausgedient, du bist zu alt und tschüss. Mach's gut. Ah. So. Gucken wir erstmal, was hier gibt. Ich glaube nämlich nicht, dass es hier weitergeht. Und ich glaube, ich habe recht. Jo. Kann ja auch da runterspringen. Aber hier. So, dann wollen wir nochmal zurück. Hier gibt es offensichtlich nichts zu tun. Gehen wir mal weiter den Weg des Samurais. Hä, bin ich von da gekommen? Ah, da muss ich da oben hin, oder was? Oh. Oh. Hat die gerade gelacht? Schlauer Takt? Egal, ich mache mal einen kurzen Test. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh ja. Oh. Mann! Positioniere mal die scheiß Portale besser. Gibt's doch nicht. Einer draufgegangen. Warte mal. Ne, von da bin ich gekommen. Jetzt muss ich hier entlang. Hat schon wieder gelacht, die Dreckskamera. Müsste dann eigentlich so funktionieren. Ah. Okay, da können wir kein Portal hinsetzen, aber dafür da. Okay, ich ahne schon, worauf das hinausläuft. Denke. Dammit. Okay, dann da fuck. Was geht hier für eine Action ab? Okay. Das hat eindeutig irgendwas damit zu tun, würde ich sagen. Gucken wir uns das mal von hier an. Okay. Headshot! So, dann gleich machen wir mit dem anderen jetzt auch. Spiel hängt. Alter, was war das denn gerade? So, noch zweimal Headshot verteilt. Ich will da jetzt nicht reinlaufen wegen dem Zeitlimit hier. Ich weiß nicht, ob das wirklich was zu bedeuten hat. Weil wir kommen ja hier eigentlich woanders hin. Ich könnte mir jetzt höchstens ein Portal hinterlassen. Das kann ich machen, ja. Falls mir nicht passt da drin, gehe ich wieder raus. So. Aber der Ruckler eben, der war ja episch. Okay, also noch können wir nicht raus. Den müssen wir noch abwarten.
Was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Bin ich behindert? So, jetzt aber. Manchmal etwas verwirrend, die ganze Konstruktion. Nein! Willst du mich verarschen? Oh Mann, ey. Na, jetzt aber. Na, na, na? Headshot. So. Jetzt hinterlassen wir uns da ein Portal. Da war schon wieder ein Hänger. Woran liegt das? CPU 73 Grad. 76, ja gut, aber trotzdem, das dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, mein PC kommt da irgendwie mit der... Warte mal, blau hätte ich hinten hinterlassen, genau. Ich glaube, mein PC kommt da nicht ganz mit der veralteten Software klar. Oder andersrum, die alte Software nicht mit dem neuen PC. Okay, ich sehe schon, wir kommen gar nicht drum her. Ja, also drumherum. Ich glaube, wir müssen hier drin tatsächlich bleiben für eine Zeit. So langsam wird es doch knifflig, ein bisschen was mehr zu tun. Aber das leuchtet irgendwie auch ein. Okay, also so nah war ich bisher noch nicht dran. Oh, da geht's runter. Nein! Nein! Ist verarschen, wie kurz bleibt denn das nur offen? Ach. Ja, nee, ist klar. Okay. Na bitte, geht doch. Hallo. Wichtiger Testapparat zerstört. Ist mir egal. Was ist das hier eigentlich? Was soll ich da... Achso, da war der Turret drauf, genau. Okay, okay, okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Nö. Okay. Sicherheitsportal? Los! Geht doch. Unten oder oben? Was unten macht... Keine Ahnung. Aber oben komme ich sowieso noch nicht hin. Okay. Was ist denn das? Ach ja, ich habe ja Sicherheitsportal, deswegen... Na toll. Nee, 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 warte mal. Ich brauche doch bestimmt den Cube da oben. Irgendwas stimmt ja noch nicht ganz. Habe ich umrieben. Ich brauche bestimmt den Cube da oben. Oh, wie komme ich da hin? Hinspringen ist nicht. Glaube ich. Können Sie ja mal versuchen. Ich glaube nicht, das ist viel zu hoch. Ne. Dammit. Wie soll denn das gehen? Wie soll ich denn da hinkommen? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ob wir den überhaupt brauchen. Ich denke schon, sonst wäre er nicht... Ah ja, natürlich brauchen wir den. Dammit! Wie komme ich denn da ran? Ja, jetzt fängt das Rätsel nämlich schon an. Okay, lass mal überlegen. Ich fahre mal auf dem Ding hier mit, während ich überlege. Ich mal gucken, was da der Boden besteht. Auf dem gleichen, okay. Also Portal ist nicht. Idee? Idee. Ah.
Jetzt hat's Klick gemacht. Jetzt hat's Klick gemacht. Ja, 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 ja. Ja, jetzt verstehe ich das Ganze. Dammit. Also manchmal muss man schon, ne, keine Ahnung, wie viele tausendmal ich das Spiel schon gespielt habe, aber manchmal muss man echt noch drüber nachgrübeln. So. Genau so nämlich. Und nicht anders. Goddammit, ey. Das hat gedauert. Also, warte mal. Ich habe jetzt... Welches Portal ist jetzt da unten? Schande. Bitte das Orange. Ja. Oder? Oder? Nö. Okay, das heißt noch einmal hinfahren. Ich hätte das Knöpfchen drücken müssen. Ein Stockwerk tiefer. Naja, aber immerhin. Wir jetzt, ich glaube, jetzt haben wir's. Nee, 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 nee. Gib Gas, alte Schüssel. So. Nicht dein Ernst, Alter. Kyubi! Geht da durch. So. Jetzt haben wir's. Baduz! So, jetzt ist nur noch die Frage, wie komme ich da runter, ohne eine Schleuder zu machen? Ich habe da eine Idee. Glaube ich. Jo, hi. Was? Ich dachte, ich wäre fertig. Bin ich gerade zurückgelaufen? Kann man wirklich so dumm sein? Nee, okay, ich bin vorwärts gelaufen. Ja, das ist nämlich die Stelle, die ich meinte. Hier musst du nämlich im Fliegen die Portale schießen. Ich kann mich daran erinnern, dass das richtig scheiße war. Aber wollen wir mal gucken, was so ein alter Portal-Veteran wie ich dann so schafft beim ersten Versuch. So, blau, da muss da orange. Ja! Da muss hier blau. Dann orange. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Blau. Und geschafft. Alter. Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Ja, also das war mal ein Ding, Alter, dass ich das beim ersten Mal geschafft habe. Ist ja der Shit? Ne? Hab ich recht, ne? Ja. Nix sogar. Ups, der war jetzt wieder ein bisschen zu schnell. Drei Tage später. Ladedaten. Ladedaten schneller. So. Das ist aber jetzt der letzte. 19 von 19. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Schon wieder schnupfen? Ach ja, genau. Das ist nämlich hier die Stelle, die ich gar nicht mag. Ja, die Stelle finde ich zum Kotzen. Abschiedsgeschenk. Wichtiger Testapparat zerstört. Leck mich. Ach, wie einfach. Ja, wie einfach. Mhm. Warten wir auf 9. Okay, ich wollte eigentlich auf 9 warten, aber so geht's auch.
Okay, da drin, da. Ist das so eine Endlosschleife bei dem Ding oder was soll das? Ja, okay, ich ahne schon, ich sehe schon, wo das Ganze hinführt, was da passieren wird. Was macht der? Das hilft mir jetzt so nicht weiter, ne? Warte mal. Ich glaube, das wird schief gehen. Ich versuche es trotzdem mal. What? Hallo? Ne, warte mal. Alter. Okay. Kugeln! Yeah! Gratulation, der Test ist vorüber. Ups. Alle Aperture-Technologien bleiben bis 4000 Grad Kelvin betriebsfähig. Seien Sie versichert, dass es vor Ihrem Siegesfeuer zu keinerlei gefährlichen Gerätefehlfunktionen kommen kann. Leck mich! Scheiß Computer. Danke für die Teilnahme an dieser Enrichment-Aktivität von Aperture Science. Ja, ich bin jetzt leicht überfordert. Und die Musik hilft auch nicht gerade. Leck mich! Beschissener Computer. Schluss jetzt. Wir freuen uns, dass Sie die letzte Schwierigkeit überstanden haben, wo wir so dachten, wir Sie töten. Wir sind sehr froh über Ihren Erfolg. Wir geben eine Party zu Ehren Ihres enormen Erfolges. Stellen Sie das Gerät ab und legen Sie sich mit gespreizten Armen auf den Bauch. Ein Partymitarbeiter kommt sofort, um Sie zu Ihrer Party zu bringen. Ganz bestimmt. Versuchen Sie nicht mehr, den Testbereich zu verlassen. Errungenschaft freigeschaltet. Nehmen Sie die Eskortierungsposition ein oder Sie verpassen das Fest. Tja, da waren wir wohl ein bisschen besser als der Herr Computer. Oder die Frau Computer. Dame Computer. Bau mal dein Treppen neu! Kann nicht wahr sein. Was soll ich jetzt? Na toll. Ach, ja. Wie komme ich da jetzt hoch? Lass mal überlegen. Wir haben so ein Gerät in der Hand. Das kann Portale schießen. So. Hier dasselbe. Ne, geht. Ach, guck mal hier, Towels. Hat aber schon einen beträchtlichen Vorrat hier. Nicht schlecht. Freue mich schon auf die. Ah, sieht aus wie meine Diskettensammlung zu Hause. Nice. So, dann haben wir hier, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir... Da kommen wir durch. Na toll. Ja, das blinkt. Okay. Guck mal. Das waren noch Zeiten, als runde Objekte noch eckig waren, oder? Das waren noch Zeiten. So. Wollen wir mal gucken, was hier so ist. Ach ja, da war ja... Genau. Das war nochmal, in dem ich damals, der Moment, als ich mich gefragt habe... Hallo. Das war nämlich damals der Moment, wo ich mich gefragt habe, warum hat so ein Ventilatorenrad
Schaufelblätter, die aussehen wie so ein Riesenbeil. Warum ist das so? Naja, ich sag's mal so, lauf mal durch, dann weißt du's. Ah. Nee, ich würde gerne nicht stechen. Ach, scheiße. Obwohl, ist gar nicht so scheiße. Hier gefällt es mir schon besser. So, was war hier noch einmal? Irgendwas war hier. Companion Cubes, okay. Ja. Na toll. Dahin geht's auch noch irgendwo lang. Jetzt muss ich mal nachdenken. Ich habe das Gefühl, das hat irgendwas mit dieser Röhre zu tun. Ha. Ist da hinten vielleicht was anderes? Habe ich das Portal? Ne, habe ich nicht. So, jetzt. Nochmal hier. Sehe ich da vielleicht mehr? Ne, nicht wirklich. Denn da hinten? Da kann ich auch Portale hinschießen. Ja. Okay, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Habe ich hier etwas vergessen? Mann, geht doch. So, habe ich hier etwas vergessen? Ne, hier geht sowieso nicht. Hier, was ist das hier? Irgendwas fehlt noch. Ich höre da auf jeden Fall so einen Energieball die ganze Zeit hin und her ditschen. Okay, das geht nicht. Oh. Nicht so nah ran. Ich stehe nicht so auf Kuscheln. Also zumindest nicht mit dir. So, lass mal überlegen. Gehen wir erstmal nochmal darüber. Okay. Ha. Ich stelle fest, ich stecke fest. Ich habe gerade ein Problem. Und der Wind, Alter. Bei mir gerade der Wind durchgeblasen, habe ich den ganzen Aschenbecher ausgeleert. Super. So, passt. So, weiter im Text. Also, ach doch, ja, natürlich. Ich glaube, die Schaufelräder da hinten, da muss ich ein Companion Cube dazwischen stecken, oder? War da nicht sowas? Aber wie zur Hölle komme ich da oben hin? Nee, warte mal. Oh, bin ich so blöd. Bin ich so blöd. Natürlich. Wir müssen da hinten hin. Oh. Ja, okay. Geht es vielleicht noch ein Stückchen her? Ah, jetzt habe ich es unter der Maus geklebt. Nein. Ach so, jetzt. Und drin. Jawohl. So wollte ich das haben. So, warte mal. Erstmal gleich hier hinsetzen. So. Jetzt gucken wir erstmal, was da hinten ist. Okay, noch sehr viel mehr. Dann gehen wir erstmal ins Büro. Ups. Ups. So, Büro. Ah, da haben wir sie ja. Ja. Hm. Na, du hast aber einen komischen Code, muss ich. Ups. Komischen Code, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, du hast hier eindeutig eine Erkältung gefangen, würde ich sagen. Sagt der hier wahrscheinlich genau dasselbe, ne?
Sieht ganz danach aus. Okay, dann würde ich sagen... Ach, hier geht's weiter. Ah, ne, bis hier. Ach, guck mal hier. Da, hier. Bis schon. Da sind wir hergekommen. Interessant. Ah, hier haben wir wieder ein Advent XP, oder was? Jo. Die benutzen wohl nur immer dieselben Mainboards. Und eine mechanische Tastatur. Ach, ist das schön, ne? Muss ein Gamer sein. Ein YouTuber. Eindeutig. So, ich werde jetzt mal was versuchen. Kann ich jetzt hier aufmachen? Ah ja. Okay. Ja, ich würde nämlich gerne mal was versuchen. Ups. Und zwar dahin. Dahin. So, und dahin. Und jetzt. Aha! Einfach nur, weil es Spaß macht. Also ich wusste, dass das geht, deswegen mache ich das jetzt auch. Ja, der Stuhl kann ja da liegen bleiben, ist mir Schnuppe. So, da haben wir wieder das und dann gehen wir mal da hinten hin. So. Und jetzt weiter im Text. Da sind wir durch soweit. Guck, da einer Kino. Black Mesa. Ach, guck mal da. Also für alle, die es nicht kennen, Black Mesa war dieser experimentelle Stützpunkt von Half-Life gewesen. Was steht denn da? Die Fans noch wieder, ha? Black Mesa. So Black Mesa Personal. Ah, okay. Ah, das soll auf jeden Fall, so wie es aussieht, genau, soll darstellen, dass Aperture Science, also diese Einlage hier, tatsächlich billiger und effizienter ist als Black Mesa. Und Black Mesa bekommt halt das Geld in den Arsch geschoben und die bekommen halt fast gar nichts hier. What is Black Mesa? Aha. Ja, also sie beschweren sich anscheinend über Black Mesa und wollen hier eine Konkurrenz darstellen anscheinend. Also wie gesagt, alle, die es nicht wissen, Black Mesa ist der experimentelle Stützpunkt, den es bei Half-Life 1 gab. Ich glaube, Half-Life 2 gab es da auch nochmal ganz kurz eine Geschichte zu Black Mesa. Soll ja angeblich bei Half-Life 3 wieder vorkommen. Ist jetzt wirklich so einfach, oder was? Wow. Ja, okay, dann, und jetzt? Muss ich da runter oder was? Nee, glaube ich nicht. Ja, da hoch, aber... Was dann? Ach, ja, okay. Okay. Alles klar, Digga. Sie haben es noch nicht geschafft. Das ist die falsche Richtung. Ein Moment, ich muss mal kurz meine Maus ein bisschen... Hallo, ist da jemand? Ja, deine Mutter. So, ich habe mal kurz die Maus ein bisschen befreit. So, jetzt geht es nämlich besser. Ja. Also Half-Life wäre auch so ein Kandidat, den könnte ich tatsächlich mal wieder durchspielen. Also zumindest nicht Half-Life 1, sondern Half-Life 2. Da habe ich auch das komplette Pack, also alles, was dazugehört. Könnte ich durchspielen, wenn ihr Interesse dran habt. Ich habe alle DLCs, die es gibt. Und es ist von der Grafik her eigentlich genau dasselbe wie das hier. Ist eigentlich auch die gleiche Engine, nur unterschiedlicher Inhalt. Was haben wir denn hier? Der Kuchen lebt, der Kuchen lebt, der Kuchen lebt, der Kuchen lebt. Der Kuchen ist eine Lüge. Okay. Der Kuchen lebt und der Kuchen ist eine Lüge. So, hier überall Fingerabdrücke. Okay, ich würde sagen, wir jumpen mal in die Antarktis, so wie es aussieht.